Moin zusammen und herzlich willkommen. Die Brüder Karamasow von Dostojewski sind vor allem erstmal ein maßlos dickes Buch hier mit über 1300 Seiten. Dieses Buch, das handelt von drei Büchern, also von drei Brüdern. Den Frauenheld Dimitri, dem intellektuellen Ivan Dostojewski und dem tiefgläubigen Aljoscha. Hallo. Sie treffen sich mit ihrem Vater, Fedor Pavlovich, beim heiligen Staritz Sosima um einen Streit zwischen dem Wüstling Dimitri, dem Sohn, und dem nicht weniger wüsten Vater zu schlichten. Es geht um Geld und um eine Frau, um die Verführerin Kruschenka, auf die sich Vater Fjodor Hoffnung macht und wegen der Sohn Dimitri seine Verlobte Katharina Ivanovna verlassen will. Ja, aber vorher muss er unbedingt Katharina Ivanovna die 3000 Rubel zurückgeben, die er von ihr geliehen hat, die er aber mit Kruschenka verjubelt hat. Das Ganze entwickelt sich dann zu einem Kriminalfall. Der Vater wird ermordet. Und plötzlich rückt eine scheinbare Randfigur, der Lakai Smetjakow, ins Zentrum des Geschehens. Aber da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Das ist jetzt nochmal grob die Handlung. Natürlich könnte man so eine Kriminalstory auch viel kürzer fassen. Aber natürlich ging es dem Dostojewski um viel mehr als nur um den Kriminalfall. Es geht um nichts weniger als um die Frage nach Gott selbst und den Zweifel daran, ob es ihn gibt. Weil, wenn nicht, wäre dann alles erlaubt? Wie kann man ohne Gott leben und trotzdem tugendhaft handeln? Was wäre dann überhaupt Tugend oder Gewissen? Und so weiter. Das sind Fragen, da kann man schon mal ein paar hundert Seiten länger mit verbringen. Kurz gesagt, der Roman kennt kein Maß und der Theaterabend des Regisseurs Martin Laberenz ist auch entsprechend wuchtig. Sie werden ein monumentales Bühnenbild erleben, eine zupackende Spielweise, den Kampf, das Ringen um die großen Gedankengebäude dieses Stückes Weltliteratur. Die Presse schreibt, es ist viel, viel zu lang, aber scheiß drauf, es ist gut! Es spielen mit Lisa Arnold, Susanna Fernandes-Ginebra, Katja Vardar, Vanessa Leubel, Jakob Beckhofer, Sebastian Grünewald, Günter Hader, Andreas Schlager, Jonas Schreglich. Und ich selber muss wegen einer Steuernachzahlung heute auch mitspielen. Aber das hat wirklich nur rein finanzielle Gründe. Ja. Man kann diesen Abend lieben oder hassen, aber man muss ihn gesehen haben. Es geht ums Ganze. Let's Einführung.